Hey, hier ist Ronja und heute testen wir Hacks, mit denen man angeblich riesengroß werden kann, hier in Roblox Brookhaven. Ich habe ein paar Hacks rausgesucht und wir gucken heute, welche wahr sind und welche falsch, damit ihr eure Zeit nicht verschwendet und irgendwelche Hacks ausprobiert, die Leute im Internet sagen und die funktionieren überhaupt nicht, so wie gefühlt alle. Falls ihr neu hier seid, dann abonniert sehr gerne den Kanal, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wir fangen direkt mit dem ersten Hack an. Und zwar ist der relativ einfach. Ich bin hier übrigens auf einem Privatserver, weil ich gelesen habe, dass es ein paar Funktionen gibt, die auf privat besser funktionieren als ein Public-Server. Deswegen, um alle Eventualitäten gecovert zu haben, sind wir hier unterwegs. Okay, unser erster Command ist, dass man einfach im Chat hier, es gibt einen Size-Command, okay? Den geben wir ein. Dann muss ich hier meinen Namen eingeben. Und meine Größe möchte ich gerne auf 500. Okay, es passiert gar nichts. Mhm. Nun, das ist natürlich nicht ideal, denn das ist der erste Hack gewesen und der klappt nicht. Vielleicht eine andere Größe? Warte, man muss ein Semikolon machen. Size. Wir versuchen nochmal unser Glück. Unterstrich. 100. Nö, okay. Der erste Hack ist fake. Der funktioniert überhaupt nicht. Aber kein Problem, weil ich habe natürlich noch ein paar weitere rausgesucht. Für den nächsten Hack müssen wir auf Grundstück Nummer 18. So, keine Ahnung warum, aber es steht immer so dabei. Dann nehmen wir uns das Haus, was ganz, ganz neu ist. Es gibt jetzt ja gerade das neue Brookhaven-Update, und zwar das unterste neue Haus. Das sieht hübsch aus. Oh, warte mal. Boah, ich liebe diese kleinen Fairylands. Die haben die irgendwann geaddet. Dann gab es die auch im Keller von diesem einen Haus, falls ihr wisst, was ich meine, mit diesem Pool vorne. Boah, das sieht so süß aus. Was? Oh mein Gott. Ich würde voll gerne hier wohnen. Stellt euch mal vor, ihr habt im echten Leben einfach so ein Haus und es ist richtig hübsch. Und ihr habt eure kleine Küche und dann ist da euer Sofa und ihr habt überall diese Fairylands. Ich habe auch Fairylands bei mir in die Wohnung gebaut, weil ich gedacht habe, ah, das ist sicher voll schön und das ist voll gemütlich. Und wenn ich das nachts anhabe oder abends so zum Aufnehmen, weißt du, dann bin ich voll gemütlich in meinem Zimmer. Meine Katzen sind solche Zerstörer. Die nehmen die immer und rennen damit durch die Wohnung, weil die hängen ja an diesen Schnüren. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ziehen die immer kaputt und dann beißen die ab und es geht alles nur kaputt und die sind so schön für den Tag. Und danach sieht alles ruiniert aus. Ich empfehle euch, keine Katzen zu kaufen, wenn ihr gerne Fairy Lights mögt. Nun ja, okay, jedenfalls, wir sind in diesem Haus. Entschuldigung fürs Verquatschen. Wir haben das Haus, wir sind im Haus. Wir müssen uns aus dem Inventar eine Wasserflasche holen, okay? Dann muss ich einen Schluck trinken, wieder wegpacken. Hier steht, einmal trinken, dann dreimal drehen. Das heißt, ich muss mich einfach nur drehen. Okay, eins, zwei und drei. Da, warte, das war keine ganze Drehung. So, jetzt. Dann nochmal trinken. Trink. Und dann soll ich angeblich hier im Size-Änderer größer werden können als eins. Aber das klappt nicht. Nein! Das ist traurig. Der nächste Hack ist auch fake. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass der fake ist. Weil mit dem dreimal drehen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das Spiel erkennen kann, dass man sich dreht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das mit dem Trinken und sowas, das macht Sinn. Und wenn es so bestimmte Orte gibt, habe ich alles das Gefühl, kann klappen. Aber mit dem Drehen, da war ich schon skeptisch. Aber ich habe gedacht, komm, wenn schon, denn schon, probieren wir alles aus. Im nächsten Hack müssen wir kurz mal in die Stadt. Eine Sekunde. So, nächster Hack. Da müssen wir nämlich hier in das Krankenhaus. Ich mache mal kurz mein Inventar leer, nicht, dass hier irgendwas falsch interagiert. Und zwar in die Röntgenmaschine. Wo ist denn die? X-Ray, X-Ray. Genau, die ist hier. Dann in die Röntgenmaschine. Einmal rein. Zack. Jetzt hier aufstehen. Und mit dem Bett. So, jetzt in das Bett. Jetzt hinten. Also meinte ich, soll in den Raum dahinter kommen. So. Das Bett muss so ein bisschen in der Wand stecken, damit man sich da so durchbacken kann. Klassische Situation. Da kennen wir uns ja aus. Ich habe schon mal ein, zwei Hack-Videos gemacht mittlerweile. Und es ist oft, dass man sich mit dem Bett durch den gebacken muss. Das ist kein neuer Fakt. Oh ja. Oh ja, das hat gut geklappt. Okay, jetzt sind wir in dem geheimen Raum. Hier hinter der Röntgenmaschine. Keine Ahnung, warum ich das so komisch durch das Gerät machen muss. Weil man kann theoretisch auch einfach hier durchlaufen. Aber ist uns jetzt egal. Wir machen das, was hier steht. Also, wir sind in dem Ding. Jetzt Taschenlampe und blauer Knopf unter Tisch. Habe ich mir hier aufgeschrieben als Notizen. Eine Sekunde. Taschenlampe. Ich weiß gar nicht, ob die Taschenlampe mehr einfach ist, damit ich was sehe. Aber okay. Blauer Knopf unterm Tisch. Jupp, der ist er. Dann drücken wir den einmal. Zack, zack. Hallo? Warum passiert nichts? Hallo? Ich hab vielleicht ohne Taschenlampe? Komisches Geräusch. Okay, wir können fliegen. Was steht hier? Deck Declination Offline. Power Offline. Was steht hier noch? Nix. Hier ist so ein Agency-Logo.
Wir gehen mal runter. So. Wo komme ich denn hier hin? Genau, hier ist dieser Stuhl. Und unter dem Stuhl ist angeblich noch ein blauer Knopf. Wie komme ich denn da ran? Wie sehe ich den denn? Da ist überhaupt gar kein blauer Knopf. Ich werde gescammt. Vielleicht gibt es noch einen anderen Stuhl. Ich habe mir aufgeschrieben, grüner Raum und dann unter Stuhl blauer Knopf. Wir sind im grünen Raum. Aber hier gibt es mehrere Stühle. Okay, warte, alles gut, alles gut. Wir sind hier an was dran. Keine Sorge, Leute, ich bin am Heck verfolgen. Hier ist kein blauer Knopf, aber vielleicht im nächsten hier. Zack. Ja, oder? Okay, hier ist kein blauer Knopf drunter. Wie? Okay, warte, warte, vielleicht ganz... Es gibt natürlich mehrere. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Raum wir schon waren. Waren wir in dem ganz rechten? Es gibt vier Räume. Unter einem der Stühle soll ein blauer Knopf sein. Da ist er! Okay, wir haben den Knopf. Warte, wir kommen einfach nur beim... Okay, wir kommen jetzt beim Blake raus. Und jetzt, nachdem wir das alles gemacht haben, dachte ich, werden wir groß. Aber wir sind noch klein. Aber kein Problem, weil wir können... Wir gucken, ob wir uns größer machen können. Nein, wieso? Okay, ich wusste nicht, dass es einen zweiten blauen Knopf ist. Also immerhin habe ich irgendwas gelernt. Aber der Hack funktioniert trotzdem nicht. Dritter Hack, ebenfalls fake. Alles klar, kein Problem, weil ich gebe nicht auf. Mittlerweile würde man sich denken, sind die Hacks alle fake bei mir? Und es ist eine Frage, die stelle ich mir selber auch. Ich werde ganz ehrlich sein mit euch. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier ein ganzes Video mache. Weil ich habe die Hacks vorher nicht ausprobiert. Ich wollte das Ganze live machen. Aber jetzt frage ich mich halt, werde ich in diesem Video einen Hack finden, der klappt, damit ich mich groß machen kann? Oder werde ich keinen finden? Was ist das hier? Eine Sicherheitskamera. Wisst ihr, was das ist und was damit also funktioniert? Wieso kann ich das nicht anklicken? Falls ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gesehen, das Ding. Aber gut, nächster Hack. Und zwar müssen wir in die Stadtmitte, da habe ich mich jetzt einmal zurückgesetzt für, und dann zu diesem großen Public Pool. Hier soll ich dann das Emote Laydown machen. Moment. Es ist richtig cool, dass sie so neue Emotes geaddet haben. Das ist amazing. Also für mich als Roblox Brookhaven Roleplay YouTuber. So. Das ist amazing, weil du kannst richtig diese Animationen machen, weißt du, wie du getasert wirst oder wie du irgendwie ab... genau, zusammenbrichst und bla, und ist richtig cool. Okay, aber hinlegen ist Laydown. Hinlegen ist richtig. Okay, Laydown Emote, Pool, Sprungbrett. Und jetzt müssen wir hier durch die, oh mein Gott, durch die Stadt springen. Und wenn wir auf Terrain landen, soll ich angeblich, also wenn ich hoch genug gefedert habe, soll ich angeblich, ihr wisst ja, wie man sich so halb aus der Map knallen kann, okay, groß werden. Ich bin immer noch klein. Ich bin klein und winzig und es hat nicht geklappt. Der nächste Hack ist fake. Okay, nächster Hack. Keine Sorge, wir geben nicht auf. Ich finde uns hier einen Hack, der funktioniert. Es kann ja so nicht weitergehen. Irgendeiner dieser Hacks muss klappen. Ich will doch einfach nur groß werden. Okay, Kinogebäude. Ich muss einmal ins Fitnessstudio. Und jetzt muss ich hier trainieren. Okay, also ja, kein Problem. Nun ja, wir haben trainiert. Okay, ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin nicht direkt größer geworden. Ich habe auch nicht wirklich Muskeln gekriegt. Schwierige Geschichte. Wir haben übrigens... Wir haben auch schon den größten Charakter ausgerüstet, den man haben kann. Okay, ich bin hier auf Größe 1 und von den ganzen Charakteren... ich glaube, wir haben schon den größten Frauencharakter, den es gibt. Die anderen sind ein bisschen niedriger. Aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Das Gym ist ein weiterer Fake-Hack. So, Leute, Hacknummer, keine Ahnung, wie viel, ich habe nicht mitgezählt, ist in der Polizeistation. Wir müssen durch die Zelle gehen, und zwar hier hinten durch Zelle Numero Dos. Moment, ich muss mir einmal hier aufmachen, zack. Und dann durch den Vent. So, und jetzt gibt es hier... Wartet, nein, das ist der falsche Vent. Wartet. Okay, wir sind wieder drin. Ich muss hier in irgendeinen geheimen Raum kommen. Wartet mal eine Sekunde. Ich muss meine Taschenlampe rausholen, sonst sehe ich hier mich original gar nichts. Also, hier ist eine Zelle. Das ist der andere Vent. Doch, hier ist doch irgendwo so ein geheimer... Oh, ja, da ist er. Da ist der geheime Raum. Aha, aha, aha. So, den habe ich natürlich direkt gefunden. Gar kein Problem für einen Profi wie mich. Nächster Punkt. Gehen wir hier rein. Hinter dem Kabinett ist eine versteckte blaue Karte. Wo ist die blaue Karte? Ach, hinter dem Kabinett. Ah, da ist sie. Okay, ich habe die Karte. Und dann gehen wir weiter. So, und zwar hier sind wir bei dem Fluss. Und dann gehen wir hier in dieses Elektrogebäude. Dafür haben wir nämlich die Karte jetzt geholt.
Zack. Da kommt man nämlich nur rein, wenn man diese blaue Elektro-Eintrittskarte hat. Oh mein Gott. Oh, ich habe mich gerade so erschreckt von dem Türgeräusch. Gell? Ich habe mich so erschreckt. Okay, wir sind hier. Was steht hier? Low Voltage Mainframe unavailable. Wir müssen hier... das ist rot. Die Karte mache ich mal raus. Zugriff verweigert. Hier müssen wir ein Passwort eingeben. Und dann stand da, soll ich wieder diesen Command eingeben. Und zwar Prozent, Size, Prozent. Und dann 500. So, zack. Incorrect Password? Nein, okay, das nächste. Der nächste Hack ist fake. Ich habe schon wieder einen Fake-Hack gefunden. Zugriff verweigert. Nein, okay, schade. Wir fahren nun zur Tankstelle. Denn wir alle kennen diese Geheimbasis, die bei der Tankstelle ist. Und zwar ist die... Ah, da ist es. Okay, Entschuldigung, ich habe eine Weile gebraucht, um es zu finden. Aber wir sind jetzt in der Geheimbasis. Und hier soll es angeblich... Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert, aber ich bin guter Dinge. Okay, allererste Heldentat ist, dass wir alle Switches auf grün stellen. Das sind diese beiden Switches hier. Zack, zack, die machen wir auf grün. Und die müssen wir anklicken. Zack, 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 zack. Dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5... aktivieren. Und jetzt, wo die Power auf On geschaltet ist, können wir hier wieder das Passwort eingeben. Und zwar Prozent, Size, Prozent. Und dann können wir uns umstellen auf... Warte, ich habe gerade gesehen, ich habe bei dem anderen Hack gar nicht versucht, meine Größe hochzumachen. Ich bin davon ausgegangen, dass es geht. Aber theoretisch habe ich jetzt ja nichts kaputt gemacht. Das heißt, wenn, dann sollte das ja klappen. Das heißt, es klappt bei beidem nicht. Können unsere Größe nicht größer als 1 machen. Wir sind wieder auf einen falschen Hack reingefallen. Oh mein Gott, ohne Mist aber. Ich möchte kurz mal anmerken. Klar, wir haben jetzt noch nicht direkt einen Hack gefunden. Ich gebe zwar nicht auf, aber wir haben noch haben wir keinen gefunden. Aber immerhin habt ihr nicht eure Zeit verschwendet. Ihr guckt mir nur zu, wie ich meine Zeit verschwende. Ist es nicht was Schönes? So Leute, unser nächster Hack ist folgender. Und zwar müssen wir uns einen Server suchen, wo wir kostenlose Adminrechte haben, okay? Das ist ein bisschen cheaten, das Ganze hier. Weil das natürlich nicht die offizielle Brookhaven-Version ist. Aber es ist trotzdem... es ist ein bisschen milchig hier, die ganze Pampe. Nun ja, machst du nichts. Und zwar soll man dann... Hier muss man mit dem genau gleichen Command, also Semikolon, Size, richtig, unterstrich, Ronja, weil es mein Player-Name ist. Und dann, ich habe gerade schon geguckt, es geht nur bis Size 4, okay? Weil wenn ich jetzt Size 500 eingebe... Oh, warte, das geht? Never mind. Never mind. Ich dachte, ich hatte irgendwas gelesen, dass bis Size 4 noch... Obwohl, wahrscheinlich sind das halt die normalen, ne? Weil das ist hier gerade ein bisschen quakig. Ich mach's mal ein bisschen kleiner. Okay, so. Party People, wir haben's hier nämlich gemeistert. Wir haben hier nämlich unsere Größe... Wir haben hier auf das Haus gesetzt. Wir haben unsere Größe angepasst. Es kommt nicht mehr eine Laufanimation. Ich glaube, genau, weil ich habe gelesen, bis 4 ist es noch normal. Wir sind einfach riesengroß. Was? Das ist ja crazy, das seht ihr das? Guckt mal, wie wir einfach hier durch Brookhaven laufen. Wie jetzt? Oh mein Gott, man springt doch so krass. Das ist verrückt. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall, wenn man ein Admin-Recht hat auf dem Brookhaven-Server. Was ich halt nicht habe, weil ich halt nicht der Ersteller vom Brookhaven-Server bin. Aber das heißt, irgendwie muss es ja funktionieren. Wir probieren auch mal die 4 aus. So, zack. Okay, damit sind wir halt auch groß. Okay, wir sind auch ein Riese. Wir laufen hier genauso durch Brookhaven. Das ist honestly richtig fun. Schaut mal, wie witzig, dass wir einfach so groß sind. Aber wir sind einfach viel, viel größer als alle anderen Spieler. Und hier haben wir auch noch eine Laufanimation. Das sieht alles noch normal aus. Aber crazy. Okay, das heißt, der Hack, ich meine, technisch gesehen ist es nicht in offiziellen Brookhaven. Deswegen möchte ich dem Ganzen jetzt nicht direkt ein Häkchen geben. Aber es ist bis jetzt das Einzige, was ansatzweise funktioniert hat. Das heißt, ich würde sagen, der Hack ist auf jeden Fall wahr. Okay, Leute, aber ich glaube, das war's mit Hacks, weil das sind die einzigen, die ich gefunden habe. Und der eine hat semi-funktioniert. Das ist schon mal besser als gar nichts. Falls euch das Video gefallen hat oder falls ihr noch mehr Hacks kennt, ihr könnt die mir gerne auf Instagram oder TikTok oder irgend sowas schicken. Ist beides in der Videobeschreibung verlinkt, weil dann kann ich noch mehr Hacks ausprobieren. Und dann war's mit dieser Folge. Wie gesagt, abonniert den Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut, tschüss!